Ja, hallo und willkommen zurück bei Mist Survival. Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Pickup ausladen, mit dem ganzen Zeug, was wir gestern erbeutet haben, aber jetzt ist hier gerade in den Nebel gekommen, deswegen dachte ich mir, nehme ich euch schon mal mit dazu. Dann fahren wir ein bisschen die Infizierten hier ab, bevor ich dann weiter auslade. Denn ich habe gerade vor allem Interesse an elektrischen Komponenten. Die lassen die ja nun mal manchmal fallen. Oh, hier kommt der nächste. Oh, da hinten wird Scott belästigt. Weiß nicht, ob ich den von hier treffe. Oh, der ist tot. Hier kommt einer. Au. Da kommt der nächste. Da hinten kommt einer. Wie viele Schläge brauche ich eigentlich mit dem Vorschlaghammer? Ah, da müsste ich ihn erstmal treffen. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Boah, ist aber schwierig mit dem zu zielen, oder? Boah, das geht gar nicht. Oh, doch. Okay, einer reicht. Ein Schlag reicht. Scheinbar mit dem Vorschlaghammer. Okay. Oh. Ups, ups. Ich komme hier scheinbar gar nicht hoch, kann das sein? Ist ja angenehm. Wie viel Health habe ich verloren? Ganz wenig nur. Okay, du musst leider auch sterben. Ich sehe jetzt erstmal keinen mehr. Aber die werden wahrscheinlich auch nachspawnen. Okay, hier ist schon mal ein Pfeil. Ein bisschen Schießpulver ist auch nicht übel. Militärische Komponenten. Oh, hier liegt noch Holz rum. Und Seile. Ich weiß auch nicht, ob man seinen Pfeil immer zurückbekommt. Wäre jetzt doch eine ganze Menge Pfeile verschossen. Oh, hier ist eine elektrische Komponente. Sehr gut. Das ist nur Salz. Zucker. Erwischt. Aber ich krieg keinen Pfeil raus. Das ist ja doof. Das ist ja dann eine ziemliche Verschwendung, oder? Weil so eine Pfeile, diese Jagdpfeile, die sind ziemlich teuer. Weiß nicht, ob ich die verschwenden will, um dann um die dann für ein Stück Stoff umzutauschen. Das ist ja nicht so effizient. Na gut, ich lege mich erstmal hin, damit der Nebel weggeht. Und dann lade ich noch den Pickup aus, den Rest, und dann starten wir hier durch. So, nach getaner Arbeit genehmigen wir uns einen Schluck aus der Dose. Ich habe gleich auch noch hier einen Schokoladenriegel und eine Dose Früchte. Und dieser kleine Stapel, den man hier vor mir liegen sieht, das ist quasi Müll. Das sind verdorbene Lebensmittel und Sachen, die halt keine Haltbarkeit mehr haben. Und doppelte Waffen, das muss ich mal irgendwie entsorgen. Eigentlich kein Grund, das hier noch länger aufzuheben. Wobei, die Waffen könnte man ja wahrscheinlich auseinandernehmen, oder? Die kann ich doch mit dem Harvest-Tool... Genau, die kann ich zu Eisen und Komponenten machen. Dann mache ich das doch glatt mal. So, dann hatten wir hier noch das Reel, also die Rolle für die Angel. Kann ich mir auch gleich einbauen, sozusagen. Kommen wir mal hier Manage und dann rein. Damit fehlt uns noch der Köder und die Rute. Und den einen Pfeil, ja, den hatte ich ja zurückbekommen. Wobei, wir haben noch mehr Pfeile. Ich habe jetzt hier ein bisschen umsortiert. Ich habe die großen Locker jetzt an die Wand gestellt. Und hier sind jetzt unsere ganzen... Hier ist unser ganzes Equipment drin jetzt. Hier alle Waffen und Munition. Die Werkzeuge sind jetzt hier. Hier ist alles Mögliche durcheinander. Und die ganzen roten Locker habe ich jetzt für Crafting-Materialien. Okay, was wollte ich? Ich wollte die Pfeile haben. Das hier nicht dieselben?
Ach nee, das hier sind nur Materialien, um Pfeile zu bauen. Das hier sind die Pfeile, genau. Okay, dann kann ich 5 wieder reinlegen. Und wir haben ja jetzt den großen Köcher. Das heißt, ich könnte sogar noch Explosivpfeile mitnehmen. Und habe ich noch andere? Nee, aber ich könnte mir andere noch bauen. Und dann mache ich das vielleicht. So, jetzt wird es schon wieder dunkler. Leg noch das Eisen weg. Metall haben wir langsam eine ganze Menge. Ich werde auch ein bisschen was in die Schmiede packen gleich, damit das einschmelzen kann, den Tag oder die Nacht über. Werden wir noch die Pfeile hier reinstecken. Dann können wir uns Äste nehmen und noch Pfeile bauen. Gehen wir hier hin, machen uns 8 Sticks. Und mit den Sticks kann man sich dann normale Pfeile bauen. Und rein in den Köcher, dann haben wir jetzt alle Pfeiltypen. Glaube ich zumindest, dass es alle sind. Jedenfalls die, die jetzt für uns am nützlichsten sind. Ich werde dann wahrscheinlich primär die billigen hier nehmen, die Wooden Arrows. Und nur in speziellen Fällen die guten. So, dann mal rüber zur Schmiede. Oh, jetzt regnet's. Habe ich irgendwas dabei, was verderblich ist? Painkiller. Die Painkiller wollte ich aber eigentlich auch nur ins Auto tun. Das ist unser kleiner Vorrat, den wir immer mit rumschleppen. Mit den Sachen, die uns beim Looten unterwegs vielleicht weiterhelfen. So, ist hier trocken drunter? Sieht so aus, oder? Machen mal das hier rein in den Furnace. Dann können wir das alles schmelzen zu mehr Eisenbarren. Denn ich will mir demnächst mal eine Spitzhacke bauen, weil ich morgen ganz gern in die Mine gehen will. Und ich denke, da es ja jetzt schon 15 Uhr ist, werden wir morgen einfach mit in dieser Folge machen. Also machen wir diese Folge wieder 2 Tage. Dann bleibe ich heute hier zu Hause und morgen gehen wir dann in die Mine rein. Trashbin hier, das ist der Mülleimer. Den brauche ich, um da meine Items zu entsorgen, die ich nicht mehr haben will, die ich auch nicht aufheben will. Wo machen wir den hin? Hier in unseren Keller sozusagen. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Ort dafür. So, rein in den Keller, der braucht 2x Holz, ein bisschen Metal Scrap und Komponenten, gar kein Problem. Metal Scrap, Komponenten, ja, Holz? Nein, ich habe gar kein Holz. Da muss ich mir Holz bauen, kann ich ja, glaube ich, aus Wood Scrap machen. Einfach 2x, dann ist das Wood Scrap auch gleich weg. So, Trash Bin und dann kann man doch, ja, muss ich die leider wieder aufheben. Hilft ja nichts. Schauen, wie das funktioniert. Verschwinden die dann einfach? Ja, oder? Ja, das ist dann einfach, wird dann einfach aus dem Spiel rausgelöscht. Okay. Sehr gut. Ja, die Schere, da habe ich ganz viele von. Das hier hat kaum noch Haltbarkeit und das hier ist fast leer. Lohnt sich auch nicht aufzuheben. Ich habe so viele Flaschen davon. Also weg damit. Können wir jetzt nutzen, wenn wir irgendwelche Sachen doppelt und dreifach haben. Das Fell ist fertig. Das finde ich gut. Dann können wir hier draus wieder Leder machen und machen wir das doch einfach. So, dann haben wir wieder 8 Leder. Ich weiß noch nicht, für was ich es letztendlich brauche, aber es ist bestimmt irgendwas. 9 haben wir jetzt auf jeden Fall wieder auf Vorrat. Dann hatte ich gestern ja die Blaupause für den Generator hingesetzt. So, aufgebaut. Das, ehrlich sagen, habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, das ist so, dass man einfach in eine gewisse Range elektrische Geräte hinstellen kann. Die haben dann automatisch Strom. Also das funktioniert einfach mit so einer Reichweite. Muss man sich hier nicht um Verkabelung kümmern. Also zumindest noch nicht. Ach, guck mal, hier gibt es ein Y. Electrical Enable Range. Ah, dann kann man sehen, wie weit das reicht. Okay, das ist cool. Das feiere ich. So, wir brauchen Fuel da drin. Das macht Sinn. Warum steht da Unsafe? Keine Ahnung. So, reingefüllt. Das reicht für 5 Tage, ja. Und hat das damit was zu tun, wie lange das reicht, wie viel Verbraucher da sind oder nicht? Kenne ich mich nicht mit aus. Muss ich ja jetzt mal sagen, dass ich das wohl erst ausprobieren muss. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute. Und es ist schon wieder arschdunkel. Aber das können wir ja ändern, indem wir eine Lampe bauen. Wie wäre es damit? So, scheinbar sind das die einzigen beiden Lichtquellen, die es gibt. Ein Laternenpfosten und ein Flutlicht. Flutlicht wahrscheinlich eher was für draußen, könnte ich mir gut vorstellen. Dann bauen wir das hier auch mal vielleicht für drin, wobei es nicht so richtig optisch hier reinpasst. Aber wir probieren das mal. Ich glaube, ich setze das genau hier hin, wo diese Fackel stand. Dann nimm die hier mal weg. Vielleicht finde ich dafür noch einen besseren Ort.
So, der braucht wieder 4-mal Holz. Das heißt, ich säge einen Baumstamm und 4 Komponenten. Okay, gar kein Problem. Ich säge gleich 2 Baumstämme, dann haben wir was auf Vorrat. So, das Teil ist an. Jetzt muss ich nur noch den Generator starten, denke ich. Oh. Okay, das ist schön hell. In etwa so wie die alte Lampe. Dann baue ich doch gleich noch einen davon, hier hinten in dem Raum. Und dann sind wir erstmal ganz gut. Dann muss ich nicht ständig diese Lampen an- und ausmachen. Mit einem Feuerzeug und mit Benzin. Das kommt mir doch sehr entgegen. Einfach hier neben die Werkbank, damit das Anime-Girl auch sieht, was sie tut, wenn sie hier arbeitet. Ja, oh, okay. Sehr schön. Und wie ist das jetzt mit dem Benzinverbrauch? Ah, okay, jetzt ist es runtergegangen auf einen Tag 10 Stunden. So lange hält das. Na gut, ich musste halt nur dran denken, dass ich es vor dem Schlafengehen halt ausmache. Beziehungsweise wenn wir looten gehen, dann bringen wir uns einfach noch ein bisschen Benzin mit. Und dann passt das schon. So, es ist 20.48 Uhr. Eigentlich ist noch ein bisschen Zeit, um was zu machen. Muss man hier zusehen, dass ich ein paar Sachen verbrauche. Hier sowas zum Beispiel, die Cola. Ich habe so viel Lebensmittel jetzt, die schon fast verdorben sind. Oder von der Haltbarkeit so weit runter. Da werde ich auch mal aussortieren müssen und das hier alles irgendwann in den Mülleimer schmeißen. Hier haben wir zum Beispiel schon 0. Oh. Damit kann ich schon gar nichts mehr... Oh, jetzt hat sich automatisch gelöscht. Okay. Ja, ich glaube, mit den Kartoffeln kann ich sowieso nicht so viel anfangen. Dann schmeißen wir die gleich weg. Dann haben wir da hinten wieder Platz drin. So, weg damit. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Beef wahrscheinlich. Oder wir benutzen einfach die ganzen Schokoriegel. Die geben ja gar nicht so viel Nahrung, die Schokoriegel. Davon muss man ja doch einige essen, um wieder voll zu sein. Dann kann ich die auch gleich mal wegsnacken. Verbraucht ja nur viel zu viel Platz für diesen Mini-Effekt. Guck mal, ich habe jetzt so viel gegessen und bin gerade mal zur Hälfte voll mit Essen. Komm, dann essen wir gleich alle Schokoriegel weg. Eine gesunde Ernährung zum Abendbrot. Mh, das war gut. So, noch ein bisschen Dosenobst. Immer noch Molotow-Cocktails craften. Ich könnte hier mit den Materialien 3 Stück mehr noch herstellen. Ich glaube, die braucht man, um in der Mine weiterzukommen, wenn ich es noch halbwegs richtig weiß. Achso, wir brauchen noch Stoff dafür. Okay, das ist hier. Ich habe fast einen ganzen Schrank voll nur Stoff. Ich glaube, ich werde mal aufhören, damit das mitzunehmen jetzt. Wir müssen erstmal ein bisschen was davon verbrauchen. So, 3 Molotows sind fertig. Einen müssten wir hier noch haben. Ne, 2 haben wir sogar. Okay, muss ich nur dran denken, die mitzunehmen. Alles klar. Dann kommt das jetzt hier weg. Ich sortiere noch die paar Sachen hier zurück, die ich noch im Inventar habe. Und dann lege ich mich oben hin zum Schlafen und wir starten dann direkt durch morgen und fahren los zur Mine. Und wie man sieht, ich brauche auch wieder Komponenten. Ich habe jetzt noch ganze 4 Komponenten. Das wird natürlich auf Dauer nicht reichen. So, 8 Stunden Schlaf. Und dann haben wir es Tag 10. Morgendämmerung. Sehr gut. So, Scott. Alles klar bei dir? Danke fürs Gespräch. Oh, ich glaube, wir haben einen feindlichen Wolf auf unserem Gelände. Der mich da voll jault. Da. Oh, Treffer. So, da liegt wieder ein neues Fell, was wir dann darauf spannen können und uns vielleicht dann heute Abend auch mal ein paar Steaks daraus schneiden können. Aber ich lasse den da jetzt erstmal liegen. Das soll mich nicht weiter stören. Ich belade jetzt den Pickup mit Sachen, die wir brauchen. Guck mal kurz rein. Wir haben die M4 mit Munition. Painkiller-Streichhölzer für eine Fackel. Filtermaske. Wir haben was zu essen, was zu trinken. Oh ja, da fehlen mir nur noch die Molotows. Nehmen wir die mit. Und dann sind wir bereit, aufzubrechen. Nee. So, eine Sache, bevor wir losfahren, brauche ich auf jeden Fall noch. Das hätte ich fast vergessen. Eigentlich das Wichtigste, wenn man in die Mine geht, ist die Spitzhacke. Dazu muss ich mir mal mein Eisen hier rausholen. Das sind 4, 8, 12 Stück. Ich habe auch noch welche im Lager, aber brauche ich jetzt gar nicht. Was man für die Spitzhacke braucht, sind allerdings noch 8 Bretter. Die werde ich kurz mal herstellen. Mir gerade 2 Baumstämme genommen. Verlieren wir jetzt zwar 1,5 Stunden, aber ist auch egal. Ich glaube, so lange brauchen wir für die Mine gar nicht.
Und dann muss ich jetzt noch die Spitzhacke herstellen. Leider nochmal 1,5 Stunden. Aber ich will ja nicht in die Mine gehen, um dann ohne Ressourcen zurückzukommen. Das Gute hier an meiner Base Location ist, dass wir gar nicht so weit weg sind von der Mine. Ich muss nur hier nach links abbiegen, anstatt nach rechts wie sonst. Und dann sollte es hier gleich die Einfahrt geben. War es hier? Oh ja, es war hier schon. Ich bin zu weit. Und dann folgen wir hier einfach den Weg bis zum Ende, wo dann die Mine startet. So, da sind wir schon. Gibt's hier eigentlich? Oh ja, hier gibt's sogar im Außenbereich noch irgendwelche Sachen. Das ist Old Fuse, das ist eine Sicherung. Klar, nehme ich mit. Kopperohr. Hier gibt's also draußen schon Erze. So, was muss ich mitnehmen? Erstmal kann ich das hier lassen. Die Fuse nehme ich mal lieber mit. Kopperohr kann auch gleich hier bleiben. Da brauche ich auf jeden Fall. Nein, ich nehme mal lieber die Waffe mit. Bin mir nicht ganz sicher, was da drin auf uns wartet. Ein Filter will ich auch mitnehmen zum Wechseln. Dann nehmen wir die Molotovs mit und ja, die Matches würde ich auch mitnehmen. Okay, ich bin mal sehr gespannt, ob es jetzt hier dunkel wird. Oh, hier ist eine Leiche, aber die können wir nicht looten. Jetzt gleich mal Ausschau halten nach Erzen, die man abbauen kann. Bin mir gar nicht mehr so sicher, wie die aussehen. Wie war denn das mit dem Wechseln der Pfeile? Mit R. Ah ja, Explosive und das sind die normalen. Okay. Oh. Okay. Das war einer. Der hat... Oh, militärische Komponenten. Sehr cool. Machen wir vielleicht nicht zu viel Krach. Dann können wir die vielleicht mit Pfeilen ausschalten. Oh, shit. Au. Ja, so viel zu... Nicht zu viel Krach machen. Kommt noch mehr? Oh, ja. Lachen an. Weg. Noch wer? Ah. Was haben wir hier? Medium Lever. Den braucht man, um das hier zu reparieren, oder? Ja. Ach ja, richtig. Das macht das Licht an. Genau. Und die Fuses, die braucht man auch am Ende noch, um irgendwas zu reparieren. So, keine Ahnung, ob man das hier abbauen kann. Ich glaube eigentlich nicht. Ich schätze mal schon, dass man die Sachen eher erkennen wird, die man abbauen kann. Aber wir werden mal sehen. So, haben die noch irgendwas beigehabt? Scheinbar nicht. Okay, gehen wir erstmal weiter. Oh, da ist grüner Nebel. Metal Scrap. Und das hier sieht doch so aus, als ob man das abbauen könnte. Das hier vielleicht auch. Probieren wir das. Ja, da passiert auf jeden Fall was. Das ist Eisen nur. Ja, ich sammle es mal ein, aber ich glaube, das ist auch super heavy, oder? 3,75 Kilo. Naja, geht vielleicht noch. Was ist das hier? Oh, das ist Salpeter. Okay. Was auch immer. Die hat 99% immerhin noch. Dann brauche ich meine Molotovs. Denn wir müssen jetzt sicherlich eins dieser Nester wegmachen. Ja, hier ist es ja schon. Okay, dann mach mal an. Was liegt hier rum? Brass. Ah, Messing. Und gleich als... Barren. Okay, sehr gut. So, Maske wieder ab. Dann haben wir hier noch irgendwas zum Abbauen. Das sieht aus wie Kupfer. Nochmal Brass. Hier soll man sich wohl ducken. Und hier liegt noch was rum.
Zink. Gut. Dann schätze ich mal, soll man auch hier wohl durch. Irgendwo gibt es hier so einen Mini-Boss in dem Dungeon. Lass mich mal hier die Pfeile wechseln. Also wenn hier irgendwo ein Mini-Boss kommt, dann würde ich es mal mit Explosivpfeilen versuchen. Probieren wir unser Glück. Oh ja, Berserker. Das ist der Mini-Boss. Bam. Bam. Was auch immer das gerade war mit der Ansicht der Maus. Den hat's entschärft. Oh, das gibt einen Blueprint. Okay. Um irgendwas Neues zu bauen. Handgranatenfragmente, Militärkomponenten. Und jetzt bin ich schon überladen. Ah, das ist blöde. Essen wir das hier gleich mal. Ich denke, auf Clay kann ich verzichten. Das finde ich auch draußen überall. Oh, 15 Kilo macht das aus. Krass. Ja, Zucker. Hier, behalt deinen Zucker. Brauche ich nicht. Painkiller kannst du mir geben. Und das hier könnten wir auch noch essen. So, gibt es hier noch irgendwas zu sehen? Ja, hier gibt es noch mehr Erze, wobei ich kann ja nichts mehr tragen. Das ist ja dramatisch. Und ich denke, mit so einer Schubkarre kommt man hier doch auch nicht rein, oder? Weil da komme ich ja niemals unter diesem Krabbelteil da lang. Da muss man hier echt immer per Hand rein und rausrennen. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Da ist der Fahrstuhl, der funktioniert aber noch nicht. Den muss man erst fixen irgendwie. Oh, komme ich da oben rein? Das gucke ich mir mal an. Medium Lever wieder. Na, gibt es hier irgendwas zum Reparieren? Oh ja, hier. Hier. Und aktivieren. Dann wird das Licht im nächsten Sektor eingeschaltet. Okay, das ist ganz angenehm. Dann brauche ich vielleicht auch gar keine Fackel hier unten. Generell ist es hier auch gar nicht dunkel. Auch wo das Licht noch nicht an war. Lasse ich das mit dem Mining hier erstmal. Ich kann ja noch nicht mal rennen. Werde gleich mal noch was rausschmeißen. Oha. Da geht's tief runter. Und abwärts. Ah ja, das ist so eine Art Hauptlootraum hier, wobei da unten irgendwie die Texturen fehlen. Naja, schon Schlimmeres gesehen. So, dann rennen wir einfach mal den Weg hier lang. Oh, hier muss ich springen, glaube ich. Too much weight, can't climb. Oh Gott. Aber ich muss doch klettern, verdammt. Schmeiße ich jetzt noch eine 5 Kilo Militärkomponentenbox raus. Ich tue mal noch nicht. Ja, dann ist mir auch egal. Weg damit. Zum Glück habe ich davon schon ein paar. Ich weiß gar nicht, für was man die benötigt. Ah, ist das gut. Jetzt kann ich wieder rennen. Tja, wenn wir nochmal herkommen, dann auf jeden Fall mit komplett leerem Inventar. Damit wir hier möglichst viel Erze mitnehmen können. So, das hier ist der Hauptlootraum. Bin mir nicht sicher, ob man hier außer Erz noch irgendwas finden kann. Ja, okay, ist jede Menge Erz überall. Damit kann ich jetzt aber mangels Platz gar nichts anfangen. Oh, hier ist wieder ein Hebel. Hier ist das andere Ende vom Fahrstuhl. Oh, hier ist noch eine Sicherung. Und, ah ja. Hier gibt es den nächsten Hebel. Alles klar. So, wie war das? Ich glaube, hier muss man... Genau. Hier muss man die beiden Sicherungen einbauen. Dann könnte man den Hebel
aktivieren. Allerdings ist das Teil hier kaputt. Und hier braucht man Klebeband und diesen Kupferdraht. Und den Kupferdraht, das Rezept dafür, kann man nur von einem NPC lernen. Ich glaube, es ist Scott. Und wenn das gemacht ist und repariert ist, dann funktioniert auch wieder dieser Fahrstuhl hier. Und dann kriegt man die Erze natürlich hier auch schneller unten raus. So, ich muss mich hier nur mal kurz hinstellen und mir genau überlegen, was genau ich jetzt mitnehmen will. Also wenn ich mich jetzt noch mit irgendwas belade, dann habe ich einfach das Problem, dass ich nicht mehr rennen und nicht mehr klettern kann. Und beides brauche ich, um hier rauszukommen. Also nee, das wird nichts. Wir nehmen jetzt erstmal das mit, was wir haben und gehen hier raus. Hoffen, dass die Zombies am Eingang nicht respawned sind. Und vor allem nicht der Berserker in der Zwischenzeit. Und dann schauen wir mal, ob es wirklich Scott ist, der die Quest gibt, um den Fahrstuhl zu reparieren. Das wäre ja ganz gut. Dann werde ich schon mal die paar Materialien einschmelzen, die wir jetzt hier erbeutet haben. Und gucken, wie viel das ergibt. Hauptsächlich macht man das ja, um Munition herzustellen. Kupfer und Zink zusammen ergibt Messingbarren. Und mit dem Salpeter kann man dann das Schießpulver craften dafür. Okay. Die sind respawned. Oh nein. Weg. Ich habe jetzt nicht mit dem Pfeil geschossen, weil ich noch Explosivpfeile drin hatte. Oh. Das hat nicht funktioniert. Bin ich verletzt? Nö. Ja, das ist natürlich doof, wenn die hier respawnen. Ja, immerhin hat er mir Schießpulver hier gelassen. Da muss man sich was überlegen, wie man die effizienter killt. Bringt ja nichts, wenn man hier runtergeht und dann erstmal einen Haufen Munition verschießt, um neue Munition zu craften. Okay. Noch ein bisschen Dosenfrüchte. Überleg gerade, ob ich nochmal ein Stück reingehe, um noch ein bisschen mehr Klumpen rauszuholen. Vielleicht wäre das ganz gut, oder? Außer wenn die jetzt wieder respawned sind, dann ist mir zu doof. Nee. Die brennen hier noch. Also ich hatte ja schon relativ früh aufgehört, Sachen abzubauen, weil ich es nicht mehr tragen konnte. Das erste ist schon mal hier. Ja, weißt du was? Ich nehme mir nochmal ein komplettes Inventar mit. Dann haben wir wenigstens was zum Schmelzen. Dann lohnt sich das wenigstens hier. So, gut, das Inventar ist nicht ganz voll, aber ich habe jetzt auch keine Lust gehabt, nochmal nach ganz unten durchzugehen. Ich hoffe einfach, dass hier jetzt keine Zombies sind. Oh Gott, no. Warum denn schon wieder? Oh. Den Rest muss ich aber mit der Schrotflinte machen. Na, kommt schon her. Und nachladen. Noch einer. Scheinbar nicht. Kartoffel kannst du behalten. Die verdirbt mir sowieso bloß. Ja, gib deinen Stoff her. Deine Dosensuppe. Da ist keiner mehr. Und, oh, elektrische Komponenten. Okay. Ja, wenn die hier so schnell respawnen, dann kann man die vielleicht auch mal abfarmen für elektronische Komponenten. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was man ausnutzen kann. Dann sollte es das gewesen sein. Draußen ist die ganze Zeit Gewitter und die Blitze, die sehe ich bis unten. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. So. Oh je. Okay. Dann fahren wir erstmal wieder zurück. Schmelzen unser Erz ein und schauen mal, was Scott zu der ganzen Fahrstuhlnummer zu sagen hat. Wow.
Das ist ein ziemlich krasser Gewittersturm. Was die hier mit den Blitzen gemacht haben, das habe ich so auch noch nie gesehen in irgendeinem Game. Krass. So, das kommt erstmal weg. Ich interessiere mich erstmal nur fürs Kupfer und die anderen Erze, die hier irgendwo sind. Da, da. Das nehme ich mit. So, ich glaube, das Rezept ist zweimal Kupfer und einmal Zink. Da gibt Brass. Genau. Lassen wir das mal durchlaufen. 1,5 Stunden, gar kein Problem. Und dann schauen wir mal, was Scott hier sagt. Dann haben wir schon mal ein paar Messingbarren, womit wir theoretisch Munition herstellen können. Mach mal Talk. Looking for me. Mhm. Gehört, dass du die alten Kabel reparieren musst. Ich kann dir zeigen, wie man ein Kupferkabel macht. Sollte nützlich sein. Bring mir 2 Kupferbarren, 2 Metal Scrap und 2 Komponentenboxen. Okay. Good luck, vielen Dank. Das heißt, ich brauche auch 2 Kupferbarren. Zum Glück habe ich mir noch ein bisschen Kupfer aufgehoben. Mach mal Split in Half. Und dann hier rein. Ergibt. 0 mal. Keine Ahnung. Bin mal sehr gespannt, was das ergibt. Wenn die 45 Minuten durch sind. Und den Rest lagere ich erstmal ein. Beziehungsweise das Eisen können wir eigentlich auch einschmelzen. Melt. Okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Wolf jetzt weg ist, den ich vorhin erlegt habe. Der ist scheinbar despawned. Naja, dann hole ich mir jetzt einen neuen. Denn ich wollte mir ja neues Leder herstellen. Komm, ich habe euch doch schon wieder irgendwo jaulen hören. Hier oben? Ach, da. Oh Gott. Der hat mich erschrocken. War's das? Ich hoffe. So, erstmal Licht an, dass wir hier was sehen. Dann brauche ich bestimmt ein Messer. Und vielleicht sogar eine Säge. Weiß ich gar nicht. Probier es erstmal nur mit einem Messer. Butcher Wolf. So kriegen wir auf jeden Fall die Tierhaut raus. Und an dem Fleisch bin ich interessiert. Okay. Let's go. So, jetzt könnte man noch aus den anderen Teilen hier Fleisch rausholen, aber hier steht überall hard to use. Das dauert dann sehr lange, bringt nicht so viel Ertrag. Ich glaube, da müsste man die Säge oder irgendwas anderes benutzen. Weiß ich jetzt nicht. Das ist allerdings relativ ineffizient. Am besten ist es immer aus der Mitte, das Zeug rauszuholen. So, jetzt können wir hier das Tierfell schon mal reintun oder die Tierhaut. Dann kann das wieder trocknen und ich hoffe, diesmal funktioniert der Grill. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt brennt's. Bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt diesmal funktioniert. Mit dem anderen würde ich mir ganz gern mit Salz das getrocknete Fleisch machen. 20 Minuten, dann müsste ja auch das Fleisch fertig sein. Oder? Das ist immer noch roh. Ich glaube, das funktioniert schon wieder nicht. Habe ich vielleicht einfach das falsche Lagerfeuer gebaut? Aber das müsste doch auch mit dem hier gehen. Hängen wir das hier ans Trockenreck. So, das trocknet uns jetzt das Fleisch und macht es länger haltbar. Trinke ich gleich mal noch eine Dose Cola. So, aber das wird hier nichts. Jetzt ist doch schon wieder Zeit vergangen ohne Ende. Eine halbe Stunde liegt das jetzt hier schon oben drauf und es passiert nichts. Ey, funktioniert absolut nicht. Wenn ich es jetzt hier rüberlege, das snappt doch gar nicht. Oder? Nee, der registriert das ja auch gar nicht. Hm. Bau das hier jetzt nochmal drüber. Mit Metal Scrap und einer Komponente. Und dann habe ich auch schon wieder keine Komponenten mehr, um weiterzubauen irgendwas. Das heißt, wir müssen morgen dann erstmal wieder dafür sorgen, dass wir... Achso, ich brauche einen Hammer. Dafür sorgen, dass wir an Komponenten kommen.
Wir können ja morgen den dritten NPC retten und hoffen, dass in dem Banditencamp dort dann genügend Komponenten sind und anderes Loot. So, wenn ich jetzt nach Geräusch gehen müsste, würde ich sagen, wir haben schon wieder einen Mist. Da kommt er schon. Habe ich noch Pfeile? Nee, habe ich nicht. Ja, die kommen ja aber auch nicht rein, ne? Ja, elektrisches Teil. Vielen Dank. So, nochmal ein bisschen Anzünder, nochmal ein bisschen Feuerholz. Dann packen wir das diesmal hier rein. Zünden das an. Habe ich zumindest schon mal ein Brutzelgeräusch gehört. Mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Was wollt ihr denn hier alle? Ey, weg. Weg. Boah, sind da viele. Holy shit. Soll ich das wirklich machen? Glaube nicht. Lass doch mal das Anime-Girl in Ruhe. Hab ich doch was nichts getan? Oh shit. Jetzt krieg ich's ja. So, wie viele hier auf einmal sind. Verdammt nochmal. Leben ist zur Hälfte runter? Aber immerhin, ich krieg richtig viele elektrische Komponenten hier. Salz? Bin nicht sicher, ob ich hier schon alle gelootet habe. Nee, hier war noch was. Ja, hier war auch noch was. Das ist einfach nur noch ein riesiger Leichenberg, der hier rumliegt. Krass. Ich muss unbedingt hier vorne das Tor zumachen. Mit so einem richtigen Gate. Das machen wir auch noch. In einer späteren Folge. So, schauen wir uns das jetzt an. Das ist well done. Perfekt, das funktioniert. Dann kann ich das hier vielleicht irgendwie destroy basic fire. Okay. Ach, da kriege ich meine Äste wieder. Das ist ja nett. Und das hier, kann ich das auch destroyen? Weiß ich nicht. Ja gut, dann haben wir es ein weiteres Mal geschafft. Ich werde mich jetzt nur noch ums leibliche Wohl hier kümmern. Essen, trinken, dann die Items aus dem Pickup holen und in die Schränke einsortieren. Und morgen werden wir dann weitermachen mit Looting und den dritten NPC, die dritte Geisel sozusagen, befreien von den Banditen. Außerdem können wir dann die Quest von Scott abschließen und vielleicht schon den Kupferdraht bauen. So, dass wir dann beim nächsten Minenbesuch den Fahrstuhl reparieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn euch die Serie gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Das hilft mir immer sehr weiter. Und damit bin ich dann auch mal raus aus dieser Folge. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.